So, da bin ich wieder zum nächsten Livestream von Tiny Aura 6. Parallel lädt noch der letzte Livestream hoch, also die Wiederholungen hier auf dem YouTube-Kanal, wie man es kennt. Und ja, wenn ihr auf meinem anderen Kanal vorbeischaut, dann seht ihr auch nicht nur diese Livestream-Wiederholungen, sondern genauso normale Folgen oder ja, ausschließlich dort, denn da nehme ich extra mal Videos für YouTube auf, die dann eben nicht im Livestream entstanden sind. Die werden nur in den Streams immer vorbereitet. Das heißt, ich nutze hier die Zeit, um eben ja, alles Mögliche zu machen, was ich dann dort zusammenfasse. Also das ist nochmal eine komprimierte Variante von allem Content, der sich hier abspielt und in den Projekten und auch vor allem sortiert pro Woche. Ne? An dem Tag kommt das Projekt, an dem anderen das und ist alles sehr geordnet und vor allem mit Themen. Also ich denke, da ist auch für jeden was dabei. Together-Aufnahmen unter anderem gibt es genauso und deswegen werbe ich immer ganz gern dafür. Also auf IGITS einfach, ne, wenn ihr danach suchen wollt. Also IGGIZ, aber naja, Link in der Beschreibung habe ich ja gesagt, darüber geht es natürlich einfacher. So, dann gucken wir jetzt. Warum habe ich denn so eine schlechte Hungerbilanz oder, ja, keine Ahnung, Hungerleiste halt allgemein, wie auch immer man es ausdrücken kann. Ja, ich gehe erstmal schlafen. Wie weit ist der Upload? 71%. Ja, wird knapp sogar. Ich hoffe, der schafft es noch hochzuladen. Ich will nämlich, dass es 23 Uhr online geht und dann muss noch bei YouTube verarbeitet werden bis dahin. Naja, gerade 7 Minuten sind noch bis dahin oder 6 eigentlich nur noch. Wenn ich die Sekunden rausrechne, gleich ist nämlich 22.54 Uhr. Ja, zur Not kommt es halt später, wäre jetzt auch nicht so schlimm. Hauptsache noch vor 0 Uhr. Und diese Wiederholung hier solltet ihr dann am Donnerstag sehen. Abends. Da dann auch wieder pünktlich 21 Uhr. Die letzte, also am vergangenen Dienstag, wo ich hier gerade streame auch, da ist ja die Wiederholung um 21.30 Uhr gekommen, die erste. Also weil ich es einfach vergessen hatte, vorher die hochzuladen. Die war ja noch vom Montag. Hätte ich also machen können, aber keine Ahnung, was da wieder war. Naja. So, warum hatte ich hier eigentlich noch einen Erdstrich draußen? Hat das einen Grund, warum das aus Erde ist? Könnte ja eigentlich ersetzt werden durch was anderes, ne? Ich glaube, ich baue das Ding mal ab. Wir brauchen das gar nicht mehr. Ah, und ich muss mal die Mobfarm weiter beackern. Das machen wir gleich. So, hier. So, es wird da alles miteinander hier vorstellig in meinem Inventar, also aus welchen Sparten auch immer die Items kommen. Muss ich ja wieder übelst viel sortieren.
Wo kommt denn das Zuckerrohr nochmal hin? Da hatte ich noch gar keine Kiste, ne? Aber ich müsste auch noch mehr generell hinstellen. Und wie geht der Raum hier weiter überhaupt? Das ist ja die nächste Frage. Ich glaube, ich mache hier einfach Kisten drauf. Das wird das Beste sein, denn mich nervt das, dass die da so stehen. Also so einzeln, ne? Und man nicht die Möglichkeit hat, da noch was drauf zu hauen. Deswegen mache ich das jetzt einfach. Also folgendes. Hier. So. Ja, eigentlich haben wir unzählige Seeds, die wir loswerden könnten. Ich glaube, also ich will ja einen Hopper kriegen. Die Frage ist nur, habe ich hier unten noch Eisen oder war das das Einzige? Vielleicht ist ja da noch was im Ding. Nee. Ah, hier kann mal die Schallplatte rein, hatte ich doch eine. Hey, wo ist die hin? Mensch, am Ende kriegen die alle keinen Schaden, da muss ich doch wieder doppelt schlagen. Eigentlich ist ja das Schwert dafür da, dass man mehr Attack Damage macht an allen Mobs und die gleichzeitig legen kann. Das kann man dann gar nicht nutzen, wenn die einem wegspringen oder so zwischendurch. Ah, hier war das Ding. Dann mal mit den Karotten hier hoch. Ja, ich glaube, ich werde mir jetzt einfach bei Rize was holen. Und zwar hatte ich ihm ja gegeben, diese 5 Eisen. Und genau die bräuchte ich jetzt. Für meinen Hopper. Okay, da war ich mal kurz gemutet, aber ändert nichts an der Tatsache, also... Ich würde sagen, wir nehmen die uns einfach wieder. Rize braucht sie gerade eh nicht. Eigentlich waren die ja für seinen Kessel. Aber ja, ich will jetzt den Hopper langsam mal haben. Dann können wir den nämlich vorerst auf so ein Teil setzen. Na, da baue ich gleich einfach das ab. Wird lustig aussehen, Moment. Wir haben hier das hier. So, oben kommt eine Kiste drauf. Vielleicht sogar zwei. Ich hoffe, eine wird reichen. Ach so, ich muss ja erstmal einen Hopper craften. Und ich muss immer wieder dran denken, Mobs zu farmen. Wenn wir das hier machen wollen. Ach, was ist denn das? Jetzt muss ich das doch nicht so machen. Warte mal, wir haben hier noch Platz. Dann kommen wir hier hin.
wie man immer nicht um die Kiste kommt. Jedes Mal bleibt man da hängen. Ich muss mir mal angewöhnen, um die andere Seite zu rennen. Ah, das Ei werfe ich jetzt nicht. Das kommt hier rein. Wie es sein soll. Warum habe ich eigentlich drei Kürbisse dabei? Das sind immer so unnötige Sachen. Dann muss das hier rein. Die Schallplatte kann ich auch mal mitnehmen. Warte mal, hat er eine Eisen gedroppt? Ne, da habe ich mich verguckt. Oh, ich habe genau 99 Tote, ey, das ist ja gut. Zum Glück bin ich jetzt nicht nochmal gestorben. Wo waren denn Zeppelins eigentlich? Hä? Waren die hier? Wahrscheinlich, gell? Ich tue es einfach mal da rein. Hiervon kriegt man immer wieder was. Zwei Laternen, die hatte ich übrig. Papier, stimmt. Das muss man traden. Holzkohle auch nicht schlecht. Ich tue mal einen Stack da einfach rein oder hier einen halben jeweils. Die Frage ist, wann brauche ich mal Fackeln und so. Zum Beispiel hier. Wäre es doch eigentlich gut, wenn mehr Fackeln vorhanden sind. Oh. Ja eben, das muss ja hier noch rausgezogen werden, jedes Mal. Sonst bringt das Ding ja einem nichts. Ach du Scheiße. Wie willst du denn das machen? Ich kann doch nicht, dass ihr das mal einzeln anklickt. Es wäre auch gut, wenn man mit den Seeds noch was anderes machen könnte. Naja, aber da haben wir schon mal den Hopper, den wollte ich ja eh machen für diese Eisenform. Die demnächst kommt. Hoffentlich braucht man da nicht noch mehr, gell? Das ist ja das nächste. Ah, die ging eigentlich gut zu bauen. Hier habe ich in einem YouTube-Short gesehen, also das ist dann auch nicht so kompliziert. Nicht so langwierig. Die Frage ist nur, habe ich schon Redstone? Das bräuchte ich nämlich auch noch, ne? Stimmt. Ah, ich habe da eigentlich schon so viele Hexen getötet. Da muss doch Redstone schon dabei sein. Ah, ich habe nur mal Glowstone gekriegt, das ist das Einzige. Das gibt's doch nicht. Wieso droppen die Hexen das nicht? Da waren doch schon viele dabei. Das ist eigentlich komisch. Oder despawnen die jedes Mal.
Es kann sein, weil die ständig die Angriffe überleben, wenn ich hier mit dem Schwert haue. Dann bleiben die da immer zurück und irgendwann despawnen die halt. Obwohl ich schon viele von denen auch gekillt habe. Das kann doch nicht sein. Die droppen doch eigentlich relativ oft Redstone. Oh, das ist echt scheiße. Was ist denn das? Hey, da macht er übelst viele Vorgänge und kriegt das kaum weiter voll. Manchmal ist das schon ein bisschen übertrieben, wie viel man dafür braucht. Ist jetzt der Upload fertig eigentlich? Ja, scheint geklappt zu haben, das ist auch schon öffentlich. Aber seit wann? Etwa erst seit jetzt, wo ich geguckt habe. Warte mal. Ne, vor 57 Sekunden schon. Okay, ja. Hat's ein bisschen länger gedauert jetzt als 23 Uhr. Aber dann ist es eben so. Naja. Die Frage ist, was streame ich nachher noch? Vielleicht Tiny Aura. Nee, Spaß. Tiny Hexit. Nee, was gibt's denn noch? Top Attack. Halt unironisch, ne? Wäre eigentlich eine gute Idee. Da habe ich, also Top Attack habe ich auf jeden Fall seit... Ah, da muss ich mal gucken. Top. Ja, da habe ich definitiv wieder aufgenommen seit dem Stream. Genau, ja. Dann könnte ich das machen. Was haben wir noch? Tinymon will ich morgen streamen, wenn alles klappt. Auch ganz gerne zusammen mit Infinity. Oh. Wo ist es hin? Hier. Naja. Gleich muss ich ja noch so eine Folge aufnehmen. Da waren nur die Saplings drin, ey. Jedes Mal vergesse ich das, gell? Das ist übel. Vielleicht kann ich mir aber auch Redstone ertraden. Ich weiß nur nicht, ob über den Bibliothekar. So, jetzt würde ich erstmal hier das anbauen. Warum auch immer ich das bis jetzt nicht gemacht habe. Und dann... Ja, machen wir erstmal das durch. Ah,
Ah, die Laternen. Na geil. Ah, da wird damit kaum noch fortgebildet. Oh, jetzt vergünstigt. So, Smaragd, ich brauche Glas. Leute. Warte mal, hä? Hat er das gerade freiwillig rausgesaugt? Oh ja. Hä? Wo fliegt denn das dann hin? Nicht, dass es verloren geht. Aber warum geht das plötzlich? Das war doch vorhin nicht so. Ich will mal wissen, ob das dann droppt. Ja, da drin. Jetzt ist hier runter. Also es sollte jetzt nicht irgendwo anders hinfliegen. Komplett. Das wäre blöd. Aber so ging es ja. Hätte ich ja auch nicht gedacht jetzt. Ich dachte, das geht nur halbautomatisch quasi. So. Was noch? Das wär's eigentlich. Oh. Muss mir die ganze Zeit Laternen kaufen. So ein Schwachsinn. Papier nur noch, na, wie großzügig. Ja, aber das mache ich mal weiter in der Aufnahme, also ciao.